Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Mit dabei der junge Mann, der schon ganz alleine aufs Töpfchen gehen kann, der Mulle. Du bist ein Profi. Oh ja. Ich glaube, ich nehme das wieder zurück mit schon ganz alleine aufs Töpfchen gehen. Okay. Du hast einen Slime? Oh ja, allerdings hat er nur ein halbes Leben. Ist ja cool, darf ich ihn erschlagen? Nein. Wir sind gerade schon mal so ganz professionell dabei und gewesen, uns ein bisschen zu untersuchen. Oder okay, eigentlich war ich auf... Ja. Du mit deiner Schildkröte auf dem Arsch. Ich war auf jeden Fall gerade mal ganz schnell offscreen auf dem Klo und bin währenddessen, wurden wir beide von einem Skelett filetiert. Oh ja. Deswegen habe ich mir jetzt hier noch einen anderen Wand of Forbes gerade gemacht. Und was wir schnell offscreen gemacht haben, das 100 offscreen ein Ei gekackt und wir haben hier den Disturbed Mana Pool. Da war ein bisschen Mana drin, da haben wir jetzt einen Mana Pool genommen. Einen anderen, hast du den aber gerade dabei? Ja, und dann haben wir ziemlich genau das gemacht. Ich muss sagen, beeindruckend. Doch, ich bin beeindruckt. Ja, da ist noch nicht genug Mana drin. Da ist ja, wenn du das in der Hand hältst, ist so ein Pfeil. Das ist durchgestrichen, das heißt, da ist noch nicht genug Mana drin. Okay. Ich würde aber sagen, diesbezüglich machen wir einfach mal noch ein paar Daybooms. Kann man das Rezept eigentlich so auch anzeigen lassen? Kann man, ist ja geil. Was kann man? Man kann sich die Rezepte einfach so anzeigen lassen von den Pflanzen über das NEI. Okay. Gut, wir brauchen Gelb. Gelb haben wir gar nicht so viel. Ah, da machen wir einfach nochmal... Machen wir nochmal zwei. Wir brauchen nochmal zwei Light Blue und zwei Orange. Gut, 1, 2. 1, 1, 1. So, Daybloom setze ich jetzt nochmal dazu. Das müsste dann irgendwie... reiße ich die nochmal ab und setze die dann mal so hin. Doof. Schauen wir mal, ob da jetzt genug Mana drin ist. Nee, immer noch nicht. Ja, die Mana, die Daybloom generieren halt wirklich zu wenig am Anfang. Ist halt wirklich nur, damit du relativ schnell den erweiterten Mana... Ja, den erweiterten Mana-Pool kriegst. So. Noch eine Daybloom. Ich weiß noch gar nicht, ob man die überhaupt so verbinden muss. Und wie sieht das jetzt aus? Ja. Gut, dann schauen wir mal rein, was wir noch so machen können, um ein bisschen Mana zu generieren. Was ist denn hier noch so? Ah, da ist gerade wieder Mana reingekommen. Da ist es gerade passiert. Jetzt haben wir hier den Mana Pool. Und der ist halt jetzt einfach hier reingefallen und wir haben aus dem Disturb Mana Pool das Mana da rein, ist in den Mana Pool reingegangen und wir haben jetzt einen vollen Mana Pool. Ich weiß noch nicht, ob man es gerade gehört hat, aber meine Mutter kam gerade rein und hat mir ein paar Waffeln gebracht. Ich will auch welche. Ja, dann komm rüber. Bisschen cool. Weit. Ach was. Ich mache aber noch mein neues Living Wood. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wir können mal schauen, dass wir eine die Endoflame machen. Wird gemacht aus Brown, Red und also aus Brown Mana Petal eine Red Mana Petal und Mystical Brown, Light Gray und Red. Ich weiß nicht, ob du die Endoflame kennst, ob du das schon eben gelesen hast. Nee, ich glaube nicht. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Damit ich das auch im Kopf behalte. Floating Endo. Ich will das gar nicht wissen. Gut, ist da wieder was Mana drin. Ah, nicht genug. Ne. Das können wir dann doch noch nicht machen. Dafür haben wir noch bisher zu wenig Mana. Verdammt. Noch so.
Entropinium. Ach so, das war die, die einfach aus einer TNT-Explosion Mana macht. Eine TNT-Explosion? Es gibt merkwürdige Blumen. Man wahlweise auch einfach Creeperlein reinlocken? Mhm. Muss TNT sein. Dann gibt es die Gomarillis, die macht aus Futter. Die frisst einfach unser Futter weg und macht daraus Mana. Die Hydro-Angeas. Die macht aus Wasser macht die ihr Mana. Das ist auch, glaube ich, nicht so schlecht. Die Kikimurus. Achso, die macht daraus einen Kuchen. Das stellst einfach neben die einen Kuchen und die macht daraus Mana. Manchu, die macht aus Leaves. Ich glaube, wir können uns mal ganz schnell schlafen legen. Okay. Weil ansonsten haben wir keinen Mana gleich. Jo. Bin schon am Verwandeln. Hier, da seht ihr auch diese wundervollen Tode von uns. So, was wir eigentlich mal machen müssen, wir müssen eigentlich mal in den Nether gehen. Da gibt es einen Mob, der fliegen kann, der ist eindeutig besser. Und zwar? Die Wiss vom Formcraft. Diese kleinen Feen, die da immer rumfliegen. Ah, okay. Und die haben mehr Leben oder was ist mit denen? Haben die vollen 10 Leben. Oh, das ist nett. Irgendwas sind nicht gerade bekämpft. Ja. Waren es 10 Herzen oder 10 Leben? Halt wie die normalen 10 Herzen. Okay. Nightshade. Die können wir eigentlich auch mal machen, die Nightshade. Das ist der Counterpart zur Daybloom. Die macht halt am Tag, macht die Mana. Ja, in der Nacht. Okay, ja gut, solange wir schlafen, lohnt sich das hier nicht so wirklich. Naja, wir können auch hier mal schauen, dass wir dann mal sammelschnell einen Chuckloader hinkriegen. Ja gut, das stimmt. Gut, dann brauchen wir für die das zwei jetzt. Zweimal schwarz, lila und grau. Das richtige Grau. Das finde ich auch immer so kacke. Man muss genau auf die richtige Farbe achten. Ich habe mal aus Versehen Light Gray genommen. Ja, ging nicht. Also da musst du wirklich schon richtig darauf achten, dass du die richtige Blume immer rausnimmst. Okay. Was so. Ist denn so die produktivste Überblume, um Mana zu erzeugen, also die beste Möglichkeit? Willst du das wirklich wissen? Jo. Ich habe keine Ahnung. Oh. Gut, jetzt noch ein Seed rein. Und wir haben die Nightshade. So, Nightshade, du so. Das damit. Haben wir jetzt eigentlich... Nein, immer noch nicht. Ich glaube, da machen wir doch nochmal zwei, drei Daybloons. Ja, irgendwie hält sich die Mana-Produktion doch etwas in Grenzen. Mhm. Soll ich auch einfach ein paar craften noch schnell? Ja, weißt du was, mach du das mal. Ich habe hier noch das Gelbe. Wasser tue ich dir schon mal rein, ne? Okay. Tu den Bucket auch mal da rein. Dann schau ich mal, was wir machen können in der Zwischenzeit. Ich bin am Überlegen. Ich könnte ja eigentlich mal schauen, dass wir schon mal so ein bisschen Technik hinkriegen. Schon mal so einen so ganz kleinen Ofen oder sowas. Oh, ich würde sagen, hau rein. Okay, das wollte ich dann mal über einen anderen machen, als für eine Expansion oder so weiter. Und zwar wollte ich dafür Ender.io nehmen. Ender.io nehmen. Dam, dam, da. Ich meinte sogar gerade mal nicht, ich meinte das NEI. NEI hält sich schwer beeindruckt. Ach ja, das war ja AdMod. Nicht Ender.io, geht ja nicht mehr. Ich bin Blumen pflücken. Ja, viel Spaß. Boah Gott, bist du männlich. Koch wir. Gut, wir brauchen am Anfang einen Sternen Generator.
Und dafür brauchen wir ein paar Stone Bricks. Die hätten wir. Ein Ofen, ein Pisten und Basic Gear. Na, nehmen wir den Cobblestone mal hier raus. So. Basic Gear, war das jetzt eins oder? Natürlich waren das zwei. Ah doch, nehmen wir das raus und so. Gott, habe ich lange nicht mehr mit Ender.io gearbeitet. Ich will gar nicht wissen, was sich da jetzt alles verändert hat. So, dann bräuchten wir einen Redstone. Hast du wieder das ganze Pulverized Iron in deinem Inventar? Wirklich? Ich wusste es. Du bist kommt auf an, nur wenn 42 das Ganze ist. Ja. So 42 ist der einfach auf alles. Du bist auch gerade ein bisschen am Längen, ne? Oh, gut möglich. Mach mal einfach nochmal was. Ich glaube, das mache ich gleich wirklich mal mit dem Autoklicker. Oh, oder so. Gut, einen Piston. Und dann Stirling Channel? Ah ne, wir haben noch nicht den Furnace. Stirling Generator? Ich pflücke mal einfach alles, was Mystical im Namen hat. Ja, das ist immer gut. Gut, wir haben jetzt hier einen Stirling Generator. Der verbrennt halt normale Sachen wie Kohle oder sowas und macht daraus Energie. Was wir dann machen sollten, wäre ein Aloy-Smelter. Ich glaube, Aloy-Smelter wäre das Beste am Anfang. Ist halt einfach ein quasi... Ich weiß nicht, ob es jeder was sagt, aber der Aloy-Smelter ist quasi das gleiche wie... der Induction-Smelter von Firm Expansion. Und ein stinknormaler Ofen. Wird halt nur mit Energie betrieben. Okay. Oh, das wird auch noch lustig. Ach stimmt, es gibt auch einen Dark Steel. Ich bin gerade am Schauen, was man da so machen könnte. Vibrant Alloy? Ach du Heilige. Ja, wenn es sonst nichts ist. Bisschen teuer. Ich drück's mal so aus, wenn wir mal im Nether waren und ein paar Enderperlen so generell auch mal gefarmt haben, können wir sogar mal eine Photovoltaikzelle, also so eine Solaranlage in Angriff nehmen. Okay. Gut, da brauchen wir schon mal den Cauldron. Wir brauchen drei Furnisse. Drei Furze, ne? Und was macht die Blumensuche? Oh ja, mein Gott, muss das Feld am Abhauen. Basic. Ich habe gerade wieder gemerkt, dass das komplette Inventar voll ist. Standard. Gut, wir brauchen einen Basic Capacitor. Den hätten wir. Dann brauchen wir was Eisen. Und zwar brauchen wir hier die Iron Bars. So. Da ist auch schon mal wieder was voll gerümpelt. Was wollte ich jetzt machen? Naja. Ich wollte ja nur mal schauen. Oh, mittlerweile können wir sogar so eine Mana-Blüte machen. Okay. Red Mana Petal. Und das war eine graue. Eine braune. Ja, die können wir natürlich noch nicht machen. Da haben wir wieder zu wenig Mana. Hier backt sich gerade ein Huhn in der Erde rum. Die ganzen Samen, die ich im Inventar habe, also die Weizen Seeds, die tue ich dann auch da rein, weil die brauchst du ja auch dafür. Also Seeds haben wir ja schon mal ein paar über. Bist du wieder geistesabwesend, oder? Natürlich.
Gut. Wie sieht das jetzt vom Eisen her aus? Ja. Ah, lol. Standard. So, das war's dann eigentlich. Jawohl, wir haben eine Leusmelter. So, der Leusmelter, der braucht Strom. Wer hat's erwartet? Ich glaube, da nehme ich einfach mal hier so ein bisschen Kohlkoke. Die brauchen wir ja eh noch nicht. Und der lädt sich dann jetzt hier schön runter auf. Dann tue ich das Eisen mal hier rein. Und dann tue man hier rein. Und das Geile ist bei meinem Leusmelter, wie man gerade gesehen hat, der nimmt drei Erze, generell drei. Das hat er auf einmal genommen. Lädt sich gerade auch sehr schön mit RF auf. Oder so ähnlich. Das ist eigentlich wieder da. Das hätte ich mal als ein Nein. Gut, in der Zwischenzeit machen wir nochmal ein bisschen was an das fertig. Dann können wir alles mal schön so schmelzen. Und ich glaube, das könnte man auch so machen. Ich will nicht mal wissen, ob das geht. Ah, oh, bestimmt. Ah, jetzt bist du wieder da, ne? Ja. Ganz kurz, jetzt habe ich das Blumengezeug da reingetan. Was muss da jetzt noch rein, damit das Ganze funktioniert? Einfach noch ein Seed reinschmeißen. Normalerweise ein Seed. Seed, okay. Die sind in der Truhe. Okay. Nur so. Ja, achso, okay. Halt einen einzigen Seed reinschmeißen und du hast eine Labelung. Okay, gut. Gut, dann mache ich noch ein paar. Mach das. Hast du genug Blumen gefunden? Ja, ja. Ein paar. So, wenn du mal ganz kurz gleich mal Zeit hast. Ich habe jetzt hier drüben schon mal so ein bisschen Technik aufgebaut. Okay, gut. Ich nehme mich währenddessen dann schon mal schlafen. So. Ah, die Folge hat dann gleich auch schon hinter sich. Na? Hm. Kommst du? Achso, jetzt, okay, ja gut, klar. Also wir haben jetzt hier einen Stirling Generator, der läuft jetzt erstmal mal mit Kohle oder Kohlkoke oder anderem. Und hier neben haben wir dann den sogenannten Alloy-Smelter. Das Geile ist, wenn man Leusmelter, der nimmt quasi drei Erze auf einmal an. Also du kannst da drei das reinschmeißen und macht sofort drei das, macht jetzt so drei Barren. Wird dann alles oben reingeschmissen in die Truhe. Okay, und die Energie überträgt sich jetzt einfach so von Maschine zu Maschine, oder wie? Genau. Okay. Müsst ihr dann halt später noch mit Kabeln machen, aber von Anfang reicht das. Ach du heilige, ich habe aber so ein paar Sachen. Ja. Aber generell ist Botania recht cool, ne? Ja, danke, ich dich auch. Gott, einmal mit Profis arbeiten. Na gut, pflücken wir mal die Beeren. Was wir glaube ich auch mal gleich machen können, wir können noch eine Segment machen. Eine Sackmühle. Ich glaube dieser Spruch bringt eigentlich mittlerweile auch schon jeder. Ich will dich. Ja, kann ich mir vorstellen. Alter, das ist immer so verwirrend. Okay, dass ich da einfach mal versuche, was dazwischen zu plaudern, damit es nicht langweilig wird. Ja, das ist verwirrend! Gut, der fällt sich auf. Ja. Also haben gerade schon mal 17 Eisen soweit. Weißt du was, ich mache jetzt erstmal den Autoklicker. Ja, mach das. Ich werde hoffen, dass das dann geht. Mit Ruhe und Pisten. So.
Eine Servo. Das war Glas. Das muss ich nur gerade beschaffen. So. Das schmeißen wir dann auch noch mal schnell in den Rollsmelter. Ach, Glas haben dann noch eins auf einmal, oder wie? So, und wir haben Quite Clear Glass. Auch gut. Okay, wir bräuchten... Ach, das kannst du zum normalen Glas machen. Mal schauen, ob das überhaupt damit so geht. Ja, das geht auch. Das ist ja so relativ... Okay. Da hat Maximum verwirrt. Ich konnte mir gerade quasi, als ich im LDR nachschauen wollte, was man machen kann für sammelt schnell, wie das, was da vom Autonomus geht, konnte ich mir, hatte ich auf einmal einen 64er Stack, der dann danach resistent verschwunden ist. Achso, ja, den Bug habe ich öfter. Ich denke mal ganz schnell was dazwischen, ne? Ich glaube, das mache ich einfach wirklich nachher mal mit wenn das mit meinem Autoklicker nicht geht, einfach mal so ein Clickbot auf dieses rechte Maustaste legen, währenddessen so ein paar Videos schauen. Jetzt aber dann eine Aufnahme, das ist dann höchst spannend. Auf jeden Fall. Wenn du das aus Prinzip mache ich das noch langsamer. Kannst du 400 Folgen hochladen, wie du Eisen verarbeitest? Oh ja. Ja, aber von Anfang reicht das ja schon mal. Schauen wir mal, dass wir bald mal auf die Stackmill oder sowas gehen. Ja. Dass wir mal eine ordentliche Energieversorgung bekommen. Und dann heißt es erstmal so ein bisschen Magie knüppeln oder sowas. Hm. Irgendwie hält sich die Menge des Manas im Mana-Pool immer noch ziemlich in Grenzen. Wir haben jetzt ein ganzes Dayblumen. Wie viele sind das? 3, 6, 7, 8, 9. Ja. Zeigt sich aber relativ unbeeindruckt. Wie sieht das? Ja. Ich glaube, die musst du dann auch noch verbinden. Ich mach das mal gerade. Mit dem Wand? Ja, ja. Also einfach rechtsklick und dann auf eine. Auf den Mann das wieder. Genau. Ah, okay. Ah, aber so viel Mal kommt immer noch nicht rein. Also soll das da, dieser komische Balken, der anderen Status, sag ich mal, durchstreicht, soll das eine Leiste sein, wie voll das Ding ist? Genau. Hm. Mal tödlich. Hm? Da durchzugehen ist nicht einmal tödlich. Was ist erwartet? Das ist Mana. Vielleicht ist das tödliches Mana. Ich will es jetzt gar nicht wissen. Ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt einfach noch weiter sinnlos rumlatschen, dann mach schon Autonomus einfach rausfliegen fertig und naja, schauen wir mal, dass wir noch ein paar Pflanzen finden und so weiter. Ich würde sagen, generell war es das dann auch wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Stop!